Dankeschön. Der Ostermarsch ist immer ein Marsch, der sehr viele Forderungen und Antikriegsparolen und Positionen betritt. Und wir haben einen, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht vor euch habt oder im Vorfeld gefunden habt, unseren Aufruf. Ich werde im Verlauf des Zuges unsere ganzen Forderungen einmal vorlesen, aber der Ostermarsch hat sich auch immer bemüht, mit vielen anderen Organisationen und Initiativen zusammenarbeiten. Vor 2 Jahren, ich erinnere daran, waren wir am Pariser Platz und haben dort die US-Botschaft umzingelt mit Free Mumia und haben da gefordert, dass Mumia Abu Jamal, ein engagierter Journalist, ein schwarzer engagierter Journalist, der seit 32 Jahren im Gefängnis sitzt und bis vor einigen Monaten im Todestrakt, dass der endlich frei wird. Wir haben jetzt heute einen anderen US-Amerikaner hier zu Gast. Er lebt seit vielen, vielen Jahren in Berlin, ist Deserteur der US-Armee. Damals, während der McCarthy-Ära, war er stationiert im, ich glaube, in Süddeutschland und ist dann durch die Donau geschwommen, um nicht am Koreakrieg teilzunehmen und landete hier in dieser Stadt irgendwann. Begrüßt mit mir den Journalisten und engagierten Friedenskämpfer Viktor Grossman. Guten Tag. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde über US-Präsidenten gelacht. Truman sagte, früh im Leben ich entweder Klavierspieler in einem Bordell werden oder Politiker. Aber offen gesagt, es besteht kaum einen Unterschied. Über den ungelenken Präsident Ford wurde, als Jüngling spielte er wohl zu oft Football ohne Helm. Spärlich zu Fuß laufen und zugleich Kaugummi kauen. Und manche meinten, der senile Reagan, Ronald Reagan, könne gut bis 10 zählen, barfuß sogar bis 20 und in der Dusche bis 21. Während man über sie lachte und sie stolze, freiheitliche Töne von sich gaben, verantworteten sie Schreckliches. Okay? Truman sagte, wir müssen freien Völkern helfen, die eigenen Schicksale auf eigene Art zu regeln, und ließ zu, dass in Griechenland mit USA-Hilfe etwa 100.000 verhaftet, in Exil gedrängt, gefoltert oder getötet wurde. Und dass in Nordkorea USA-Bomber jeden Ort, fast jedes Gebäude zerstörten. Beim liebenswürdigen Eisenhower kam es zum CIA-Putsch in Guatemala. Der folgende Genozid kostete 200.000 Mayas das Leben. Während im Kongo Lumumba ermordet wurde und ein Elend begann, das heute noch andauert. Der sympathische Kennedy sprach vom weltweiten Kampf zwischen Freiheit und Tyrannei und genehmigte die blutige Schweinebocklandung in Kuba und das USA-Schlachten in Vietnam. Seine Nachfolger führten sie fort. Wie viele Millionen starben? Wie viele Missgeburten werden noch beweint? Und bei Nixon unterstützte der so witzige Henry Kissinger die Putsche in Bolivien 71, in Uruguay und in Chile 73 und die Operation Condor, eine langjährige Razzia im ganzen Kontinent, die für 60.000 den Tod brachte, oft bei schlimmsten Tortur. Direkt am Ort war häufig der Offizier-Diplomat Vernon Walters, der 1989 als USA-Botschafter in Bonn auch sehr aktiv wurde. Walters ist tot, aber Kissinger soll mit einer Professur an der Uni in Bonn prämiert werden.
als Ronald Reagan in die Geschichtsbücher als Sieger gegen den Evil Empire einging, den Reich der bösen Kommunisten, hoffte die Welt, nun könnte sie endlich Frieden bekommen. Weit gefehlt. Wie wäre das für Lockheed's Raketen, für die Bomber von Boeing oder die modernsten Drohnen von Northrop? Und wer garantiert dann die unbehinderte Ausbreitung von Monsanto Saatgut, von Marlboro Zigaretten, von Coca-Cola Erfrischungen? Da begann George W. Bush den Krieg gegen Terror. Schon endlos, weil man gegen jeden Gegner als Terrorist bezeichnen könnte. Es ging nicht mehr nur gegen Fortschrittliche wie Arbenz, Lumumba, Aristide oder Allende und Fidel, sondern um Macht über die gesamte Welt. Sowohl durch NSA bei jedem Telefonanruf und E-Mail, wie gegen jeden, egal welche Politik, der nicht als Marionette folgsam nach der Washington-Pfeife tanzte. Milosevic, Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, alle waren zu unabhängig. Und erst Putin. Also drängte die NATO immer weiter nach dem Osten. Trotz aller Versprechungen, die DDR, Polen, Estland, Bulgarien, Rumänien, Georgien, Aserbaidschan. Und trotz aller Hoffnungen in ihm, Obama macht weiter. Und es kam die Ukraine dran. Damit wäre der Ring fast geschlossen. Russland vom Schwarzen Meer und Mittelmeer fast getrennt. Da blieb nur noch Moldawien und Belarusland. Und vielleicht Moskau. Dann könnte man sich völlig Südamerika auf Linie bringen und China und Ostasien widmen. Das bekannte, obszöne Telefonat von Victoria Nuland in Kiew, ihr wisst, was ich meine, dieser Fluch, das machte klar, die USA bekamen ihre eigene gewünschte Regierung in Kiew, egal auch mit Faschisten. Jetzt ist der Jatz unser Mann, hat sie gesagt. Und alles, was Russland tat, um sich zu verteidigen, sei Aggression. Dafür kreisten US-Flieger über Estland und Kriegsschiffe im Seeweite von Sevastopol. Ja, das sei die Verteidigung von Menschenrechten. Dennoch klappte es nicht. In Donetsk heißt es, erst die Putschisten in Kiew, dann treten wir zurück. Was ich eigentlich verstehen kann. Wie soll es weitergehen? Leslie Gelb, ein einst führender Journalist und Politiker und noch einflussreich, weiß genau, wie es weitergehen soll. Obama soll 50 oder 60 der F-22, der weltbesten Kampfflugzeuge, nach Polen schicken. Auch Patriot-Geschützen mit Bodenunterstützung. Washington soll außerdem Ukraine auf Guerillakrieg gegen russischen Einmarsch vorbereiten. Das soll Putin etwas überlegen lassen, wie auch die Diktatoren in Pyongyang, Damaskus und Beijing. Dr. Gelb ist nicht mehr in der Regierung, aber ähnlicher, mehr als genug. Beim Versuch, die Macht in der Welt für wenige hundert Milliardären zu ergreifen und festigen, die 1% gegen uns alle, sind deutsche Milliardären auch dabei, wenn auch als Junioren. Doch BASF, Bayer, Krupp, Rheinmetall, Deutsche Bank sind keine Schwächlinge. Das beweist die blutige Geschichte der letzten 100 Jahre und mehr. Frau von der Leyen und Herr Gauck setzen die Traditionen mit schönen Worten fort. Es gilt, die 1% zu stoppen, zurückzudrängen, ehe sie mehr Hunger und neue Kriege verursachen und dabei unseren schönen Planeten noch weiter rücksichtslos zerstören. Und die USA sind nicht nur das Weiße Haus, das Pentagon und die CIA. Widerstand gibt es.
von den Medien kaum erwähnt, obwohl eine Sensation. Die Nonne, Schwester Megan Rice, hat sich mit zwei Begleitern in die schwerstbewaffte Waffenfestung der USA hineingedrängt, symbolisch Menschenblut drangeschüttet und mit Lied und Gebet Frieden gefordert. Man hat die 84-Jährige zu 3 Jahren Haft verurteilt. Gewiss nicht so hübsch und gar nicht so sexy wie Pussy Riot. War das nicht aber weitaus wichtiger und vielleicht zukunftsträchtiger? Der Ostermarsch ist auch Widerstand. Wenn auch Deutsche heute noch nicht so hart betroffen, weniger demofreudig sind wie Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal. Auch Deutsche sind zuweilen dabei, gegen Nazis in Dresden, Berlin, Cottbus zu marschieren, auch in Frankfurt. Doch müssen wir uns noch viel mehr daran gewöhnen, nicht nur zum Wahllokal zu gehen, obwohl in Mai das gerade wichtig bei der Nazi-Gefahr ist, sondern auf der Straße zu gehen, gegen die 1% und mit klugen, witzigen Schildern, mit gesungenen Liedern, alten und neuen, mit Mut und Entschlossenheit, Frieden zu fordern und den 1% laut Nein, Nein, Nein zu rufen. Dankeschön.